Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Eine kleine und sehr relevante Info für euch am Rande. Ihr könnt das ganze Event schauen, indem ihr bei Bild unter meinen Link, den ich in die Videobeschreibung reinknall, das Abo kaufen. Ja, dort könnt ihr dann das Octagon-Event sehen, ist monatlich auch kündbar und nach dem Event könntet ihr theoretisch einfach wieder kündigen, wenn ihr nicht die ganzen anderen Features nutzen wollt. Gebt euch das gerne, lasst ein Like und ein Abo da und viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA zu meiner, ja, von mir aus linken Seite, Mo Grabinski. Wie geht's dir, mein Lieber? Danke erstmal, dass du hier Mir bist. geht's gut. Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Alles okay? Ja, alles gut, alles gut. Ich gebe auch Gas, mache jetzt nochmal ordentlich Dampf auch für das Event für euch am 17.06. Ich freue So mich ist richtig richtig. drauf. Ich bin auf Top. jeden Fall auch am Start. Ja, Ja, uns richtig. erwarten viele geile Kämpfe und deiner ist auf jeden Fall ein Teil davon. Deshalb sprechen wir heute mal. Ja, du bist in das Octagon-Turnier, sage ich mal, noch reingerutscht, richtig? Ja, richtig, genau. Wie war das aus deiner Kurzfristig noch Sicht? Vielleicht reingerutscht. kannst du ja mal erzählen. Also das 1-Million-Turnier wurde ja angekündigt. Ursprünglich war Ekelin drinne. Der konnte dann nicht wegen seiner Verletzung. War das der Grund, warum du dann rein bist, oder? Nein. Also ich habe von dem Turnier schon im Vorfeld mitbekommen, auch wo ich noch nicht mit dabei war, wo ich auch noch gar nichts mit Octagon quasi zu tun hatte, vertraglich. Habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen, dass Octagon dieses Turnier ankündigt. Ja, aber ich hatte noch nichts mit dem Turnier zu tun, wie gesagt. Später sind einige Kämpfer von dem Turnier ausgefallen, verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen, wie du auch gerade schon gesagt hast, Ekelin zum Beispiel. Und das war dann einer der Gründe, dass ein Platz frei geworden ist, womit ich auch dann in das Turnier reingerutscht bin. Ja, und du hast ja einige überzeugt, vor allem auch die Bosse von Octagon mit deiner letzten Performance gegen Kertisch, der ja mit einem Jungwirt über die Runden gegangen ist. Da hast du es ja wirklich, ja, ich sag mal, einfach aussehen lassen gegen diesen Mann, der schon, das ist schon ein zäher Typ, ne? Also der macht viel Druck, ist zäh, kann auch viel einstecken, hat ein gutes Kinn, aber du hast ihn richtig gut gecrackt. Das war ja in der ersten Runde, oder? Genau, das war in der ersten Runde. Wie du auch gerade schon gesagt hast, Kehrt ist ein sehr unangenehmer Kämpfer, sehr schwierig zu kämpfen, weil er wirklich immer gut die Distanz überbrückt, sich quasi an den Käfig pinnt und da einfach festhält und ja, gar nicht mehr loslässt. Ne? Der ist dann wirklich an dir am Kleben wie türkischer Honig, dass der dich die ganze Zeit wirklich runterholt und dann eigentlich nur auf Safe, wie so ein Decision Monster, einfach nur 3 Runden dich festhält, nicht wirklich viel Schaden anrichtet, aber so halt die Kämpfe gewinnt und dementsprechend auch als Turnierfavorit galt. Weil er Okay. unter anderem zweimal Jungwirth besiegt hat, zweimal mit ihm über Runden gegangen und auch schon so die Top-Leute in Octagon gekämpft hat. Er hat einmal auch um Titel gekämpft gegen Cosma. Und ja, der hat schon die Top-Leute gekämpft und galt einfach als Turnierfavorit. Und ja, ich habe den Kampf in der ersten Runde beenden können und dementsprechend dann auch ja, einen Stempel aufsetzen können und ja, Eindruck hinterlassen können. Du hast jetzt ein geiles Matchup vor dir. Viele wissen gar nicht so, gegen wen du kämpfst. Aber Michael Lides, der ist bekannt für mich. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war das Debüt von Pereira in der UFC. Ist richtig? Richtig, Ja, genau. ne? Ja, ist richtig, Ja, genau. es war das Debüt von Pereira. Und den hatte er. Ja, mit ihm hat er anfangs Probleme gehabt, weil er halt wirklich versucht hat, Pereira am Boden zu halten und seinen Grappling-Stil durchzusetzen. Wurde dann aber mit dem, ich glaube, Knie ausgenockt. Ja. Ja, erwartest du hier auch einen grappling-lastigen Kampf von deinem Gegner? Ja, Michailidis ist eher ein Standkämpfer. Okay. Klar, Aber gegen leichter Pereira Gegner. wurde er zum Grappler. Schon Wollte ich sozusagen. gerade sagen, ich glaube, gegen Pereira hast du keine Lust, stehen zu bleiben. Also wie ich den Kämpfen davor von Michailidis gesehen habe, bevorzugte er den Standkampf. Von daher glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass er direkt den Bodenkampf gegen mich suchen wird. Früher oder später denke ich schon. Aber ich bin auf alles vorbereitet. Also auch wenn er den Bodenkampf sucht, ich habe sehr gutes defensives Ringen. Ich trainiere mit den besten Leuten, mit wirklich Weltklasse-Ringer im UFD-Gym. Und ich sag mal so, wenn ein Lom Ali Eskiev, der wirklich für mich einer der besten Ringer in Deutschland ist,
von 10 Takedowns die Hälfte bekommt, dann wird es Michalidis auch schwer haben, sage ich mal so. Also ja, ganz so einfach wird er es da auch nicht haben, dieser Disziplin. Und ja, ich freue mich einfach auf den Kampf. Michalidis ist ein sehr erfahrener Mann, hat die stärksten Leute auf den besten Organisationen gekämpft, unter anderem Pereira in der UFC, der später, ich glaube, 3, 4 Kämpfe auch später um Titel gekämpft hat, Pereira. Von daher freue ich mich sehr auf diesen Kampf. Ja, du hast es angesprochen, du trainierst im UFD-Gym. Seit wann ist das der Fall? Seit fast einem Jahr jetzt mittlerweile schon. War das jetzt, okay, vor einem Jahr, da hast du auch noch Brave gekämpft? Genau, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe bei UFD zu trainieren, hatte ich noch einen Vertrag bei Brave offen, genau. Ja, viele haben das gar nicht auf dem Schirm, aber du bist einer für mich auf jeden Fall, ich verfolge dich schon lange, auch wenn wir jetzt eigentlich noch nie wirklich miteinander zu tun hatten. Ja. Bei der GMC hast du alles abgeräumt, ja, und bei Brave hast du die Leute auch dominiert, bis dann halt Ja. der unglückliche Kampf mit Lutterbach kam. Genau. Aber ich weiß nicht, also ich habe einfach ein gutes Gefühl bei dir. Du bist auch jetzt gerade 31, ich hätte jetzt so gesagt, dass du, ich würde sagen, jetzt gerade ankommst in deine Prime, oder? Definitiv. Also ich finde, jetzt ist so der Peakpunkt meiner Karriere. Jetzt kommen alle Faktoren zusammen. Von Erfahrung, von Fighter-EQ bis hin zu den ganzen Skills, die man kann und mit den Jahren erlernt hat. Man lernt nie aus, auch ich nicht. Ich glaube, das wird keiner in seiner Karriere, weil wenn jemand ausgelernt hat, dann, also der Meinung ist, ausgelernt zu haben, dann ist er auf jeden Fall, in der falschen Adresse, weil man hat nie als Kämpfer ausgelernt. Es geht immer weiter. Nur ich finde, jetzt ist wirklich so mit dem Alter einfach wirklich so, die Peak-Phase meiner Karriere. Und ich bin auch auf jeden Fall sehr zuverlässig, wie du gerade schon gesagt hast. Ich habe sehr viele Kämpfe regional gemacht, damals zu der Zeit bei GMC, wo GMC noch mit Abstand zu der besten Organisation Deutschland galt. Zu dem Zeitpunkt war ich Champion da, habe auch hier regional gegen die besten Leute gekämpft und habe dann ja den Sprung ins Ausland gewagt quasi zu Brave, was auch eine sehr gute Veranstaltung ist, Ja, eine klar. sehr unterschiedliche Veranstaltung, da sind wirklich teilweise Kämpfer unter Vertrag, die wirklich UFC-Niveau oder Bellator-Niveau haben, die man aber einfach so vom Namen her nicht kennt. Das sind wirklich Leute aus Russland, wie zum Beispiel beim ersten Kampf bei Brave habe ich einen sehr starken Mann aus Tschetschenien gekämpft, Issa Isakov, habe ihn dort auch besiegt. Kurz danach habe ich ja einen sehr starken Mann, Michael Potruta aus Moldawien besiegt, der zu dem Zeitpunkt auch, ich glaube, 13-1 stand. Den habe ich auch in der ersten Runde finishen können. Ja, bis dann, wie du auch schon angesprochen hast, der unglückliche Kampf gegen Lutterbach kam. Aber die Leute sehen halt nur das, was im Kampf passiert. Die sehen halt nicht das, was drumherum passiert, was halt davor so ein bisschen passiert ist, Klar. worauf ich jetzt gar nicht näher eingehen will, weil das sind halt Sachen, wo die Leute dann sagen, ja, okay, der sucht jetzt einfach eine Ausrede, weil deswegen will ich darauf auch nicht eingehen, weil jeder Sportler hat irgendwas vorm Kampf. Keiner geht irgendwie verletzungsfrei, sorgenfrei oder mit irgendwas anderes in den Kampf. Und so war das halt bei mir auch, nur ein bisschen intensiver. Und ich glaube, ja, das war so ein entscheidender Punkt, warum ich auch einfach mental nicht ready in den Kampf gegangen bin gegen Lutterbach. Aber wie gesagt, ich habe verloren, sei es ihm gegönnt. Er ist ein super Sportsmann, er geht seinen Weg. Und ja, er ist ja auch ein Teamkamerad von mir. Er trainiert ja auch zwischendurch im UFD. Von daher, alles gut, er geht seinen Weg und alles, was er macht, ist auch richtig. Ja, in Bezug auf Brave wollte ich nur auch nochmal anmerken, die Organisation, wo du jetzt gekämpft hast, ist für viele sogar ein direktes Sprungbrett vor der UFC, das halt viele nutzen. Genau. Beispielsweise Khamzat hatte, glaube ich, auch bei Brave gekämpft, bevor er dann direkt in die UFC kam. Ja, genau. Ist das Thema bei dir UFC schon abgehakt, würdest du sagen, oder ist das immer noch so ein Ziel, was du gerne erreichen würdest in deiner Karriere? Ich glaube, von jedem Kämpfer, also jedem MMA-Kämpfer, ist es irgendwie das Ziel, mal in der Champions League zu kämpfen, in der UFC. Es gibt genug andere gute Organisationen mittlerweile, die vom Namen her auch, ja, einfach phänomenal sind. Darunter gehört ja auch Octagon mittlerweile, meiner Meinung nach, wo die Bezahlung ja auch ähnlich ist wie bei der UFC. Aber die UFC ist einfach, wie du gerade schon gesagt hast, einfach dieser Name UFC und es ist einfach der Traum von jedem Kämpfer und es ist auch immer noch mein Traum, in die UFC zu kommen.
Wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Ich habe auf guten Organisationen weltweit gekämpft. Ich habe gegen gute Jungs gekämpft, die auch UFC-Niveau haben. Von daher kann ich auch am Ende meiner Karriere irgendwann zurückblicken und sagen, auch wenn ich es nicht in die UFC geschafft habe, ich habe eine gute Karriere hinter mir. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall noch mein Ziel. Und ich glaube, so ein Turnier bei Octagon, wenn man das gewinnt, ist am Ende nicht nur dieses Preisgeld, sondern auch die Siegesserie, die man sich vom Anfang bis zum Ende des Turniers aufbaut, ein Sprungbrett in die UFC. Ja, also was mich jetzt gewundert hatte, du hattest den fünftplatzierten Katesh geschlagen, aber bist jetzt nicht in den Octagon-Rankings auf Platz 5. Ja, ist das Turnier unabhängig von den Rankings oder? Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht schlau gemacht. Okay. Ich wusste, dass Kertes gut gerankt ist. Welcher Platz ich jetzt letztendlich bei Octagon bin, ob ich jetzt einen Platz eingenommen habe oder nicht, das ist mir auch relativ egal, weil man hat es gesehen, ich war gar nicht gerankt. Kertes war auf 5 gerankt, ich habe ihn trotzdem besiegt. Und ob jetzt einer kommt, der auf 10 gerankt ist, der kann mich genauso besiegen wie jemand, der auf der 1 ist, den ich besiegen kann. Also so Rankings, darum kümmere ich mich jetzt nicht so. Wie noch am Anfang meiner Karriere, wo ich keine Ahnung, 19, 20 war, wo ich gesehen habe, damals bei Ground and Pound, wo die angefangen haben mit diesen Rankings und so Top 5, Top 10, da hat man immer wieder so drauf geguckt, boah, ich bin auf 5 gelistet, boah, ich bin auf 3 gelistet. Darum kümmere ich mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ob ich auf 1 oder 10 gelistet bin, das ist der Meinung der Leuten, so wie die Rankings ja selber so ein bisschen zusammenstellen. Nee, also du hast hier einen geilen Kampf am 17.06. Daraufhin würde dein nächster Gegner schon feststehen, wenn du gewinnst. Das ist Gliesmann. Genau. Was machst du dir aus dem Fight? Ja, also klar, ich gucke erstmal auf den 17.06. nächste Woche auf Michalidis. Nichtsdestotrotz war ich auch schon vor 3 Wochen, ja, vor 3 Wochen war das, glaube ich, in Prag gewesen, der Gliesmann gekämpft hat im Viertelfinalkampf und habe mir natürlich schon meinen Halbfinalgegner angeschaut. Er ist ein sehr stark, ich kannte ihn schon vorher, er hat auch mal mit einer auf der gleichen Organisation wie ich gekämpft, bei Brave. Wir waren zusammen in Bahrain, haben da auch schon so ein bisschen Smalltalk gemacht. Also ich kannte ihn schon vorher. Ich wusste seine Fähigkeiten. Er ist ein unglaublich guter BJJ-Kämpfer. Er ist sehr stark auf dem Boden. Und wenn der Kampf zustande kommt, worauf ich natürlich plädiere, ich bin natürlich siegessicher, dass ich ins Halbfinale komme und gegen Gliesmann antreten werde, freue ich mich sehr, weil es ist so ein typisches, ich bin er derjenige, der den Standkampf bevorzugt, er ist eher derjenige, der den Bodenkampf bevorzugt. Und es ist so dieses klassische Striker gegen Grappler-Match. Also ich freue mich riesig auf dieses Match. Sehr, sehr nice. Und ja, ansonsten würde mich noch mal interessieren, du bist ein gestandener Veteran, in Deutschland auf jeden Fall schon den Legendenstatus eines MMA-Kämpfers auf jeden Fall erreicht, würde ich auf jeden Fall sagen. Du hast 30 Danke. Kämpfer auf dem Buckel. Jetzt hast du aber trotzdem im Viertelfinalkampf schon eine Gage von 40.000 Euro für einen Kampf. Ist das trotz deiner 30 Kämpfe, würdest du sagen, die höchste Gage, die du jemals bekommen hast in einem MMA-Fight? Es ist die höchste Gage. Also ich habe jetzt in meinen letzten Kämpfen immer schon fünfstellig verdient, aber ich habe keine 40.000 verdient. Also sind wir realistisch. Also ich bin ja kein Schwätzer und sage, ich habe für meine Kämpfe davor so und so verdient. Das ist auf jeden Fall meine höchste Gage. Ich habe angefangen, jetzt schon seit ein paar Jahren Geld mit dem Sport zu verdienen, sodass ich mich komplett auf den Sport konzentrieren kann. Das konnte ich schon immer. Also seitdem ich 18 bin, habe ich mich komplett auf den Sport konzentrieren können. Ne? Das ist einfach, weil ich alles gemacht habe, was mit dem Sport zu tun hat. Also ich habe Training gegeben, schon von Anfang an. Ich habe sehr viel Personal Training gegeben. Also ich war immer, also auch wenn ich gearbeitet habe, habe ich immer sportbedingt gearbeitet. Und so konnte ich dementsprechend komplett immer auf meinen Sport konzentrieren. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt erst die Früchte geerntet mit den Gagen, wo ich jetzt anfange, wirklich so seit 2, 3 Jahren so wirklich Geld damit zu verdienen. Und Preisgeld, was man einfach bei Octagon und nicht nur dieses Preisgeld am Ende des Turniers, sondern auch schon bei den Kämpfen davor verdient. Das ist einfach eine Riesenchance für uns Kämpfer. Und ja, das ist einfach auch das, was uns als Kämpfer so wertschätzt, ne? Ja, ich finde das Sogar. einfach mal, ich finde das einfach mal ziemlich interessant, weil viele ja davon ausgehen, dass jeder MMA-Kämpfer in Deutschland, ich sag mal, 100.000 mit dem Kampf macht. Und das ist jetzt einfach mal so ein bisschen transparent, wie viel man wirklich verdient, ja. Also ich meine, du bist ja schon wirklich ein
ein gestandener, wirklich ein Champion in Deutschland, weißt du, was ich meine? Dass du jetzt so viel Geld verdienst, ist ja mehr als fair. Weißt du, was ich meine? Also diese Transparenz ist einfach mal interessant zu hören, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, von deiner Seite aus würde mich nochmal interessieren, 17.06. gegen Michaelides, deine finale Prognose, wie geht der Kampf aus? Also Prognosen mache ich generell immer sehr ungern, aber ich bin ich bin für alles ready. Also ich kann mit ihnen über Runden gehen, die Kondition habe ich definitiv. Ich habe, wie man auch schon bei Kertes gesehen hat, das Potenzial dazu, ihn auszunocken. Ich habe auch das Potenzial, ihn zu ringen, selber on top zu landen und ihn per TKO zu hauen. Das Einzige, wo es, glaube ich, ein bisschen schwierig wird, wird es, ihn zu submitten. Also ich glaube, er wird schon sehr schwierig sein zu submitten. Ich denke, es geht eher so in diesem Bereich TKO oder Decision. Aber auf was die Zuschauer sich auf jeden Fall freuen können, ist, dass es einfach ein richtig, richtig geiler Kampf wird. Das definitiv. Ja, super. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Performance. Supported Marcel Mohamed Grabinski, wirklich ein sehr, sehr klasse Kämpfer in Deutschland. Danke dir. Jahrelang ein bisschen unter dem Radar gewesen, weil du auch nie so der Trash-Talk-Typ warst, glaube ich, der Ja. einfach den Sport gelebt und gearbeitet hat. Aber ich freue mich, dass sich jetzt für dich auch die Früchte auszahlen, sage ich mal. Und Korrekt. ja, 17.06. Oktagon, seid am Start. Ich bin auch da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute.